Yo, Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal mit dem lieben Falco. Wenn Falco hier ist, dann wisst ihr, was uns erwartet. Und zwar irgendetwas mit Zeichnen, mit Basteln, auf jeden Fall mit Kunst. Und zwar machen wir heute was ganz Besonderes. Und zwar machen wir ein altes Format, was ich lange nicht mehr gemacht habe, blind zeichnen. Falco wird mir irgendwas erklären, das ich dann zeichnen soll. Und ich muss es halt dann erraten. Ich bin bereit. Aber bevor wir anfangen, könnt ihr natürlich heute etwas wieder gewinnen. Diese Smartwatch. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist einfach diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Beziehungsweise unten in der Kommentarsektion einen Kommentar hinterlassen mit eurem Instagram-Namen natürlich, damit ich euch kontaktieren kann. Und genau hier stehen die zwei Gewinner von den letzten beiden Verlosungen. Also Freunde, um sowas nicht zu verpassen, abonniert mich bzw. aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Dann würde ich sagen, let's go, oder? Diesmal haben wir verschiedene Kategorien. Genau. Gerade. Die erste Kategorie natürlich in diesem Monat Weihnachten. Generell Weihnachten als Thema. Genau, generell das Thema Weihnachten einfach. Ich bin richtig gespannt, wie das diesmal wird, weil ich wirklich so schlecht in diesen Erklärungen bin. Hä? Ja, ich? Du kannst es so gut visualisieren und wie du es selber zeichnen würdest. Ja, aber wenn ich das dann erklären muss, dann tschüssi, das war's. Ja. Ach ja, Freunde, diese Trennwand ist natürlich da, damit man keine Reaktion zeigt oder drüber schaut oder man nicht diese Handzeichen sieht. Genau. Du fängst sozusagen bei mir von unten nach oben an. Mhm. Der erste Teil, du malst ein Viereck, aber es fehlt oben links und oben rechts Ecke, fehlt sozusagen dieser Strich. Dann drei Linien erstmal. Genau. 1, 2, 3 ohne das obere. Okay. Ja. Dann als nächstes, du hast ja diese zwei Eckpunkte, oben links und oben rechts, ja, ne, die halt nicht verbunden sind. Genau. Oben rechts fängst du an. Malst du einen diagonalen Strich nach rechts. Du musst dir so vorstellen, ich erkläre dir jetzt eine Seite und das andere ist so gespiegelt. Ja, sozusagen. Okay. Dann mach schon mal ein bisschen. Genau, jetzt malst du sozusagen einen Strich beim äußeren Punkt, ne, nicht beim inneren Punkt. Ja. Alles, was du jetzt malst, einfach mal außen. Ein Strich diagonal nach oben, also 45 Grad links oben. Ah, okay. Genau. Das war 45 Grad nach rechts und jetzt nach links. Wie lange? Kannst du entscheiden. Das dann so. Genau. Und jetzt wiederholst du diesen Verlauf, den ich dir gerade erklärt habe, ungefähr zweimal oder dreimal. Okay, das sieht wie so ein Tannenbaum. Jo, ja, richtig. Aber was? Ich meinte so. Ach okay, so, okay. Ja, ja, ja. Ach so. Ja, ja, ja. Okay, da habe ich total mein Fehler. Zigzag hat genau, Zigzag, aber hat es Klick gemacht. Oh, das ist gut. Gut erklärt. Du wolltest am Ende praktisch so haben. Genau, genau, genau. Ja, und dann hätte ich schon gesagt beim anderen, dass die Linien sich dann treffen sollen. Und oben hätte ich dann noch den Stern gemacht. Ja, aber krass, ja, Alter. Ja. Gut, 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 gut. Boah, jetzt muss ich erklären? Ja. Eine Weihnachtskugel. Mach einen Kreis und einen Haken oben drauf. Okay. Das Bild ist sehr, sehr einfach, aber vielleicht schwierig zu erklären. Wir malen von links nach rechts. Fange an, so wie ich beendet habe, also mit so ein bisschen Zickzack. Drei Spitzen. Bruh. Soll das ein Stern werden? Nein, es ist kein Stern. Du musst am Ende oben und unten zwei Punkte haben, wo du dann weitermachst. Und jetzt von den zwei Punkten oben und unten ziehst du zwei parallele Bogen. Aber die Bogen, also am Ende berühren die sich? Nee, nee. Sie kommen näher, aber sie berühren sich nicht. Okay, und jetzt, also rechts, wo diese zwei Bogen enden. Ist das ein Keks? Nee. Lebkuchen? Nee, nee, nee. Das ist ja so ein Symbol, das man ultra häufig sieht. Am meisten so in Kindergärten. Weißt du, das ist wirklich die Kinderzeichnung, so wie ich sie dir beschreibe. Eine Figur mit fünf Spitzen. Weißt du, eine regelmäßige Figur mit fünf Spitzen. Eine Figur mit fünf Spitzen. Aber ich muss da nirgendwo anknüpfen, oder? Ja, diese Figur muss dann verbunden mit diesen zwei Bögen sein, ah, weißt okay. du? Es muss eine regelmäßige Figur sein. Okay, okay, ich hab's. Das war's dann auch. Das war's? Ja! Hä? Darf ich sehen? Hast du verstanden das Letzte, was ich gesagt habe, das mit den Spitzen? Mhm. Kinder malen ist so häufig. Also das, was ich gemalt habe, ist auf jeden Fall nicht kindlich. Darf ich sehen? Ich versuche dir die letzte Figur noch ein bisschen besser zu erklären. Sie ist radial. Eine reguläre Figur, es hat eine Mitte. Wie, als wären es Strahlen, machst du Spitzen, die zur Mitte konvergieren. Ich glaube ja nicht. Tschüss, Alter. Komm. Nein. Nein! Du kannst es nicht erraten anhand davon. Oh. Das einzige Richtige ist der Anfang. Ja. Zickzack hier so, tak, tak, tak. Dann zwei Bogen, so
Und so. Ah, dein Stern. Ja, ich wollte ja nicht so Sterne sagen hier, ja. Weißt du? Ah, okay. Jo. Ich hoffe, beim nächsten Mal wird es besser. Okay, kommen wir zu der nächsten Kategorie. Was du jemandem an Weihnachten schenken würdest. Ah, was du selber schenken würdest. Ja. Um das einfacher zu machen, was man so einem Erwachsenen schenken würde. Bei Kindern ist so ein bisschen schwierig, wenn er alles ja, so schenken ja. Würde. Okay. Male einen Kreis. Und in der Mitte des Kreises machst du einen Punkt. An dem Punkt malst du sozusagen nach oben einen Langstrich. Eine Uhr? Ja. Ja? Aber? So eine teure Gucci-Armband. Es ist jetzt offensichtlich, dass es eine Uhr ist, aber wir machen so, was es genau für eine Uhr ist, okay? Okay. Also du machst zwei Striche sozusagen. Ja, einer genau. Ist länger, einer ist kürzer, genau. Das weiß man genau. Sozusagen. Ja. Und in der Uhr, ungefähr oben in der Mitte sozusagen, malst du ein offenes Viereck. Okay. Du musst dir so vorstellen, ich erkläre es dir wieder und dann musst du es halt spiegeln, ne? Mhm. Dann machst du sozusagen diagonal vier Zickzacke. Das ist so eine Rolex. Und das ist das Rolex-Logo. Ja, ja, Mollo. Genau. Das ist eine Rolex, wie sie so, ne? Die schönste Rolex dabei. Guck mal, was du designst. Ich wollte zuerst mit dem Armband anfangen, da dachte ich mir so, nee, das wird mir hier viel zu kompliziert. Deswegen machen wir einfach einen Kreis von der Cooler, cooler, cooler. Gut, gut, gut. Also eine Rolex an Weihnachten wäre schon krass, ne? Ich glaube, jeder würde sich freuen. Ja, auf jeden Fall. Ich würde viel, viel bescheidener sein. Okay, okay. Male ein Viereck, wie ein A4-Blatt, so in klein, aber die zwei Seiten sind länger und die zwei Seiten oben und unten sind kürzer. Ah, okay, okay. So ein Quadrat sozusagen. Und die Ecken sind aber rundlich, nicht 90-Grad-Ecken, ah, sondern okay, rundlich. So zylindermäßig, verstehe. Okay. So, so weiche Kante sozusagen. Ja, habe ich. In der Mitte von diesem Quadrat ein Bogen und die Wölbung ist so, geht so nach unten, weißt du? Ein Bogen einfach erstmal. Okay, okay. Es sieht so aus wie so eine Konservendose mäßig, so meinst du? Ja, könnte so. Okay, habe ich. Der Bogen schwebt so dazwischen, ne? Es ist nicht mit den Seiten verbunden. Oh, oh, okay, okay. Ah, okay, okay, ja. Warte, dann mach ich das nochmal. Ja, habe ich. Auf der rechten Seite von diesem Bogen malst du wie ein kleiner Pfeil, also eine kleine Ecke, die nach oben guckt. Okay. Als würdest du so einen Pfeil malen, weißt du? Ja. Am Ende dieser Bogen und diese Ecke, die du jetzt machst, musst du am Ende so wie ein Pfeil bilden. Okay. Hast du? Ja. Okay. Jetzt könntest du es schon erraten. Ah, es ist ein Adventskalender. Nee, es ist viel kleiner als ein Adventskalender. Eine Adventskerze? Nee. Ich schreibe einfach oben einfach 50. Oben 50? Ja. Es ist aber keine Jägermeisterflasche, oder? Nee. Weil Jägermeisterflasche hat 56 Nee. Freude. Du musst nicht in 2D denken diesmal. Kein 3D-Sachen, Schattierung oder was. So etwas wie so ein Adventskalender. Etwas, das so flach ist. Noch flacher und noch kleiner, aber... Oh, ich stehe so auf dem Schlauch, das gibt's doch nicht. Darf ich gucken? Ja? Ja, also anhand davon ist es sehr schwierig. Dieses Viereck, ne? Mit weiche Kanten, also so abgerundet. Ach so, so eine weiche Kante. So ein Bogen und dann sowas. Ein Amazon-Gutschein. Ja, ein Gutschein, ein Gutschein. Ah ja, jetzt check ich das. Ich dachte, ich musste hier das und das verbinden. Ach so, ja, hier. Das ist viel weiter gedacht. Hier so. Genau, warte, warte, sind direkt hier. Ja, hier so. Okay, kommen wir zur letzten Runde und zwar, was man so im Winter machen kann. Okay. Winter verbindet man natürlich mit Weihnachten. Also. Es ist ganz einfach, Falco. Mhm. Und zwar, du kannst von oben nach unten oder unten nach oben anfangen, wie du willst. Du machst sozusagen Halbkreise, ungefähr eins, zwei, drei Halbkreise. Bögen? Das sind genau so Bögen, genau. Wieder. Die Wölbung ist nach unten oder nach oben? Die Wölbung ist sozusagen nach rechts und die gehen so runter halt. Hast du drei gemacht? Ja. Jetzt spiegelst du das einfach und machst beim anderen genau dasselbe. Ist ein bisschen Platz dazwischen oder Ja, da ist ein bisschen Platz dazwischen. Das heißt, die Linien berühren sich nicht sozusagen. Nur die oben und die unteren sozusagen. Genau. So. Genau. Okay. Und jetzt siehst du... Das ist ein Schneemann. Jo! Guck mal, mein Schneemann. Jo! Das sieht aus wie so eine komische Flasche. Weißt du, ich meine so... Aber geil. Easy. Gute Idee. Easy. Ah, ich wollte dann hier noch so die Punkte machen. Ja. Und dann oben dann die Möhre machen. Okay, da oben so der Kopf zu machen, das wäre ein bisschen... Geilo, geilo, geilo. War eine schnelle Runde. So eine Speedy-Runde. Was kann man sonst bei Weihnachtszeit machen? Filme abend kann man gut machen. Sich vollfressen mit Süßigkeiten. Bei den Verwandten kann. Das stimmt, das stimmt. Du kannst von unten anfangen. Ein gerader, horizontaler, kurzer Strich.
Und mach auf der linken Seite, das wäre egal, aber mach auf der linken Seite einen kleinen Bogen. Also du malst praktisch diese Striche weiter, indem du einen kleinen Bogen nach oben machst. Okay. Habe ich. Dann auf die gerade Linie. Mhm. Ist das ein Schlitten? Ja! Schlittenfahren? Ja! Ja, 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 genau. Ich wusste es wegen dem hier und dann. Ja, ja, verstehe, dann so und dann. Genau, easy. Ja, und dann ja. Ich dachte, das Charakter. So schief. Ja, easy, Alter! Ja, easy! Ja. Heute war ein bisschen schwierig, heute habe ich es ein bisschen auch erkannt. Und auch ein paar richtig schnellere. Ja, 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 aber ich hoffe wirklich, dass meine Beschreibungen diesmal besser waren. Ich hoffe, dass meine irgendwie ein bisschen verständlicher für euch war. Auf jeden Fall. Diese Konjugierung und alles, so diagonal, ja, hast du ja schon gut gemacht. Aber es ist wichtig, wenn ihr bei den Netzen auch mitspielt. Ja. Wie viele hättet ihr erraten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vergesst natürlich nicht, es läuft noch immer. Ihr könnt heute diese Smartwatch gewinnen für die sportlichen oder die Leute, die unbedingt eine Uhr haben wollen. Wow. Alles, was ihr dafür machen müsst, einfach unten in die Kommentarsektion einen Kommentar verfassen mit eurem Instagram-Namen natürlich. Und wenn ihr solche Verlosungen nicht verpassen wollt, keine Angst, Freunde, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, um immer der Schnellste zu sein. Und dann würde ich sagen, danke Falco, dass du danke das gemacht hast. Danke dir. Was sollen wir denn als nächstes dann zeichnen? Schreibt uns gerne unten in die Kommentare. Welches und, Thema? Und in dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi, tschüssi. Ich bin echt stolz auf dich. Geil, das ist so.